work perfectly in zero G, but these seem to work very well from the beginning. So as I say, everyone that's been involved from the NASA side has been extremely impressed with what we've seen. Lädt ein zum Flug in die Schwerelosigkeit. Der Parabelflug mit einer umgebauten Passagiermaschine wird zum Härtetest für das Weltraummobiliar und die Studenten. Bis zu 40 Mal geht es rauf und runter und das 3 Tage lang. Nur etwa 30 Sekunden lang kann dabei pro Versuch völlig schwerelos experimentiert werden. Dann muss die Maschine wieder durchstarten. Doch der himmlische Stress lohnt sich, denn alle Modelle funktionieren auf Anhieb. Ich habe da besonders darauf geachtet, dass man möglichst schnell rein und rauskommt. Das ist genau dieselbe Aktion, die man braucht, um eine Schwimmweste auf der Erde anzulegen, diese beiden Gurte. Wenn hier oben verschlossen und pressen einen gegen die weiche Rückenmatratze. Dadurch stabilisiert man seine Wirbelsäule in der natürlichen S-Form und garantiert eine möglichst hohe Regeneration. Man hat den Kragen hier, der stabilisiert den Kopf. Das haben wir auf dem Parabelflug herausgefunden, dass dieser Kragen auch gegen die Übelkeit, die entsteht, wenn man in Schwerelosigkeit ist, hilft, weil das Gleichgewichtsorgan mithilfe der Kopfstabilisation sich wieder. Thank you.
So, as I say, everyone that's been involved from the NASA side has been extremely impressed with what we've seen.